Hallo meine Freunde, heute lernen wir die ersten zwei Schläge. Gerade, gerade, links, rechts. Man sagt auch Jab und Cross. Nochmal, wir fangen an von Kampfstellung ganz kurz. Linke Bein nach vorne, zweimal die Länge vom Fuß. Eins, zwei, Schulterabstand, Spitze nach vorne, die Hände hoch, Kinn nach unten, Schulter nach oben. Ja? Fangen wir an mit dem linke Gerade, nach vorne schlagen, Faust drehen, dazu kommt die Hüfte und Fuß. Also, hab, wieder hin, hab, wieder hin. Ganz wichtig, schlagen wir linke Gerade, die rechte bleibt hier, ja, die rechte bleibt hier. Gerade links, gerade rechts, bleib gerade. Rechts, ganz wichtig, wir drehen mehr unten den Fuß und die Hüfte mehr drehen, ja? Also, hab und wieder hier. Linke gerade, eine schlägt, wenn linke kommt, geht die rechte. Eine Schutz, eine schlägt. Links, rechts, ja? Wieso haben wir unsere Kinn nach unten? Jetzt zeige ich euch und die Schulter nach oben, ja? Weil wenn wir jetzt gerade schlagen, unsere Schulter schützt automatisch unsere Kinn. Ja? Weil das ist eine K.O.-Punkt, K.O.-Stelle sozusagen. Und wir müssen hier beschützen. Hier, dann bin ich hier beschützt. Ja? Linke gerade, rechte gerade. Ja? Okay, wir machen jetzt linke gerade, rechte gerade, auf dem Schritt jetzt langsam, ja. Haben wir im letzten Mal gelernt, wir laufen nach vorne mal mit linkem Bein und schlagen gleichzeitig linke gerade mit linkem Fuß, ja. Hopp, rechte gerade mit rechte. Machen wir jetzt einmal seitlich, ja. Kampfstellung, zweimal die Länge vom Fuß, eins, zwei, Schulterabstand, ja. Die Spitze nach vorne, hier immer locker bleiben, nicht auf ganze Fußfläche. Die Hände hoch, die Fäuste nach innen, Ellbogen nach unten auf Körper, ja, linke gerade. Rechte bleibt hier, Fuß drehen, Hüfte drehen, rechte gerade. Linke gerade, rechte gerade. Wenn du jetzt gerade schlägst, dein Körper dreht sich, dein Kopf bleibt gerade. Kopf nicht mitdrehen, ja? Hopp, hopp, nicht hier, nicht hier. So ist falsch, ja? Also gerade, gerade. Kinn nach unten, nicht vergessen, ja? Deckung hoch, hier locker bleiben. Gerade links auf Schritt, gerade rechts. Gerade links auf Schritt, gerade rechts. Hopp, hopp. Was wollte ich jetzt erklären, wenn wir jetzt die Schritte machen? Wir machen den Schritt, dass wir näher an unsere Partner kommen, ja, an unsere Gegner kommen. Die Körper geht nicht nach vorne, ja. Körper geht nicht nach vorne auf Schlag. Nur Körper drehen auf Schritt, Körper drehen, aber Körper geht nicht nach vorne. Kann sein, dein Gegner kontriert dich, schlagt gleichzeitig und dann gehst du automatisch in seinen Schlag, ja. So halte ich immer deinen Handabstand, ja. Ha und nicht hier, ja. Das ist immer am Anfang, ja. Wir lernen jetzt Standardschläge, immer, wenn wir mehr danach Erfahrung haben, dann kann man das kombinieren und wird immer anders, ja? Weil wir werden danach Profis. Aber am Anfang, am besten langsam, Schritt mit Schritt, ja? Linke gerade, rechte gerade, Deckung hoch, linke gerade, rechte gerade, ja? Wir machen jetzt Schritte nach hinten. Wir laufen jetzt mit rechte Bein nach hinten und schlagen mit linke gerade, linke Hand, ja? Laufen wir mit. Linke Bein, schlagen wir rechte gerade. Hab, hopp. Hab, hopp. Okay, nochmal nach vorne jetzt. Gerade, gerade. Gerade, gerade. Nach vorne, nach hinten. Hab, hab. Nach hinten. Hab. Thank you.
zeige ich euch die zwei Schläge gerade, gerade am Samstag. Nochmal wichtig ist, es war den Abstand, ja? Ungefähr eine Hand Abstand, ja? Wenn du zu nah bist, du schlägst immer kurz und das finde ich nicht gut, ja? Eine Hand Abstand, weil wir drehen sowieso unseren Körper, um näher zu kommen, ja? Also, eine Hand Abstand von Sandsack, linke gerade, siehst, ich bin schon weiter an meinem Ziel jetzt, ja, an dem Sandsack. Jetzt treffe ich richtig den Sandsack. Also, linke gerade, rechte bleibt hoch, bam, Fuß drehen, Hüfte drehen, nicht vergessen. Linke kommt, rechte gerade, mehr drehen, ja, Fuß mehr drehen, links bleibt hier oben, ja. Also, jetzt machen wir langsam, ja. Ganz wichtig, schlagen und nicht schieben, ja, schlagen, flüssig zurückkommen, ja, also, tap, wieder hier, tap, wieder hier, ja, linke gerade, rechte gerade. Eine Handabstand, ja, wir machen jetzt keine Schritte, einfach da zum Lernen, einfach stehen bleiben und Körper mitdrehen, ausatmen auf Schlag, Deckung hoch, hopp. Die Ellbogen sollen nicht zu viel nach außen gehen. Dein Gegner sieht deinen Schlag, ja? Direkt. Hab. 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 Ein bisschen schneller rausbauen. Hab. Mit derselben Geschwindigkeit schlägst du und auch mit derselben Geschwindigkeit kommst du wieder zurück. Und auf die gleiche Linie kommst. Nicht hier, nicht nach unten. Paar, gleiche Linie kommst wieder hier, ja? Schlägst auf gleiche Geschwindigkeit kommst wieder zurück, ja? Hab wieder hier, ja? Hab wieder hier. Tap, wieder hier, tap, wieder hier. Nicht da, unten nach oben und dann nach unten und dann oben, nicht da und hier, ja. Tap, tap, ja. Tap, ja. Tap. Jetzt machen wir die zwei gerade mit dem Partner, mit dem Gegner, ja. Nochmal, wichtige Kampfstellung, Abstand zwischen Beinen, Spitze nach vorne, Deckung hoch, Schulter ein bisschen nach oben. Die Abstand ist wichtig, eine Hand Abstand, wenn zu weit bist, du kommst nicht an dein Ziel, wenn zu nah bist, du kannst deine Schläge nicht richtig schlagen, ja? Du hast auch keinen Platz. Also, am besten immer eine Hand Abstand, auch in dem Kampf oder im Training, denn Gefühl bekommt man mit der Zeit, man braucht ein bisschen Erfahrung, aber für den Anfang schaut ihr eine Hand Abstand zu haben, ja? Und fangen wir an jetzt. Linke gerade, Hüfte drehen, Fuß drehen, rechte gerade. Nochmal, tap, tap, ja, tap, 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 tap. Jetzt, normal, wenn ich schlage, mein Partner geht, mein Gegner geht nach hinten, ja, bleibt kurz da. Also ich schlage jetzt auf dem Schlag, fangen mit linke gerade, linke Fuß, ja, top, top, ja, nochmal nach hinten, top, top, nach hinten für meinen Partner, meine ich, ja. Jetzt laufe ich nach hinten, erstmal mit rechtem Bein und tap, tap, nochmal, tap, tap, nach vorne, tap, tap, nach vorne, nach hinten, nach vorne, tap, tap, nach vorne, tap, tap, nach hinten, tap, tap, nach hinten, tap, tap. Okay, nochmal. Wichtig ist, einen richtigen Abstand zu haben, schön lang zu schlagen, Körper drehen, jetzt vorher haben wir die Deckung gelernt und linke Hand war ein bisschen nach vorne, ja, jetzt. Du bekommst, dann hast du die Hände hier auf Kopf. Okay? Also, eins, zwei, gerade, gerade, ja? Mit einem kleinen Schritt nach vorne, links, rechts laufen wir. Er geht nach hinten, läuft nach hinten mit rechts, links, ja? Und, ja? Er kommt jetzt mit eins, zwei nach vorne, bam, bam, ich gehe nach hinten mit rechts, links. Bin ich gelaufen nach hinten, ja? Also, nochmal. Linke gerade, rechte gerade, linke gerade, rechte gerade. Lang schlagen, ausatmen, explosiv. Leute, danke schön fürs Zuschauen. Bleibt ihr dran, in den nächsten Videos werden wir Hacken lernen, Uppercut. Bleibt ihr fleißig, bleibt ihr motiviert.
Das Leben ist zu kurz, gib dein Bestes.